SurgeryPad ist ein medizinisches Navigationssystem basierend auf einem Tablet-Computer, also zum Beispiel einem iPad. Es ist eigentlich für Ärzte gedacht, nämlich für minimalinvasive Eingriffe, um dem Arzt sozusagen vor dem ersten Schnitt, noch bevor er was am Patienten macht, zu zeigen, wo sind die kritischen Strukturen, wo will er eigentlich hin. Es kann dem Arzt helfen, zum Beispiel die Tumore zu finden, die klein und versteckt sind, aber auch zum Beispiel gesundes Gewebe zu schonen. Was der Benutzer hier tatsächlich machen kann, ist, wir haben eine Puppe genommen, da haben wir einen tatsächlichen CT, Computertomographie-Datensatz, reingelegt von einem echten Patienten. Die Puppe haben wir aber auch durchs CT geschoben. Und was der Besucher machen kann, ist dieses Tablet in die Hand nehmen, auf die Puppe draufhalten und dann sieht er im Prinzip eine 3D-Anatomie, eine tatsächliche 3D-Rekonstruktion von dem Patienten auf dem Tablet-Computer. Wir haben Hautmarker, die auf der Puppe drauf sind. Und das sind im Prinzip unsere Referenzpunkte. Was wir hier tatsächlich machen, was das Computersystem macht, ist, es fusioniert Live-Videodaten mit 3D-Tomographiedaten. Das ist hier ein CT-Datensatz und man sieht in Rot einen Pankreastumor, das ist ein ganz, ganz, ganz bösartiger Tumor. Und wenn man den jetzt operieren wollte, könnte ich das System zum Beispiel nehmen und sagen, okay, ich setze hier meine Schnitte, um ideal an diesen Pankreastumor ranzukommen. Also hier ist der Pankreastumor, das hier ist Leber, Lebergefäße, da hinten sehen wir noch eine Niere, ganz da hinten versteckt sich die Milz. Momentan wird es von Urologen verwendet bei der Nierensteinentfernung. Bei der Nierensteinentfernung muss man von hinten mit einer kleinen Nadel in die Niere stechen. Sozusagen, das macht heutzutage ein Arzt mit seiner Erfahrung oder mit Ultraschall. Ist aber mehr oder weniger ungenügende Hilfsmittel. Und wir können ihm sozusagen zeigen, bevor er da mit der Nadel reinsticht, wo ist die Niere, wo ist der Nierenstein, und können ihn da praktisch hinbringen mit dem System.